Lionhead Studios, Black and White. Ein Ladebildschirm. Eine perfekte Welt braucht keine Götter. Aber selbst in Eden gibt es Probleme. Weg vom Wasser! Hey, warte, Vater, halt! Vater kann nicht schwimmen, vergiss das nicht! Wenn die Menschen beten, wird ein Gott geboren. Unser Kind, bitte hilf uns! Der die Ewigkeit verändern kann. Dieser Gott bist du. Böse. Es liegt an dir. Du bist das Schicksal. Du bist ein Gott. Du hast unseren Jungen gerettet. Danke. Danke für deine Hilfe. Gepriesen sei der Herr. Aber hallo, würde ich sagen. Habe ich doch gerne gemacht. Klar. Immer wieder parat für euch. Und da auch für euch da draußen ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Zu einem neuen Let's Play. Und zwar von Black and White, ein Spiel aus dem Jahre 2001. Wir haben es gerade schon gesehen, wir dürfen wieder einmal Gott spielen. Und ich würde sagen, bevor ich hier große Reden schwinge, fangen wir einfach mal an. Wer das Spiel kennt, weiß, es fängt mit einem etwas langatmigen Tutorial an. Aber naja, was soll's, ne? Machen wir jetzt gemeinsam, dann wird's nicht ganz so langweilig. Sei gegrüßt. Ja, hallo. Wir sind dein Gewissen. Gut. Und böse. Yin und Yang. Schwarz und weiß. Wir sind ein Teil von dir und begleiten dich durch die Welt. Das ist aber herzallerliebst von euch. Gucken wir mal, ne, was ihr uns zeigen könnt. Mein Volk wird dich verehren. Bitte begleite uns in unser Dorf. Ich zeige dir nun, wie du ihnen folgen kannst. Oh ja, mach das. Du willst wissen, wie man sich bewegt? Mhm. Kinderspiel. Bewege einfach die Hand in die gewünschte Richtung. Halte anschließend die Bewegen-Taste gedrückt. Ziehe nun die Maus und damit die Landschaft zu dir oder schiebe einfach beides von dir weg. Versuche nun, dich auf diese Weise fortzubewegen. Das sollte doch wohl hinzukriegen sein. Ich weiß natürlich, wie man das alles steuert, aber was soll man machen? Das gehört zum Spiel dazu. So, wir haben hier unsere wunderschöne Hand, die wir gerade schon gesehen haben. Folge deinen neuen Gläubigen in ihr Dorf.
Dazu musst du die Landkarte mehrmals greifen. Ja, das habe ich doch schon vorgehabt. Brauchst du mir gar nicht nochmal sagen. Wir haben hier diese schöne Hand, wo gerade noch die kleine Hilfe eingeblendet ist. Mit der können wir uns hier durch die Landschaft bewegen. Wir greifen die einfach. Ja. Und die Hand ist mit das Wichtigste, was wir hier haben, weil es unsere einzige Verbindung zu der Welt hier ist. Ne? Wir als Gott haben ja keinen Körper. Nee, wir bewegen uns mit der Hand fort. Das reicht uns schon. Wir können auch zu schnell gehen. Dann wird rumgenölt. Komm schon, wir sind gleich da. Genau. Zum Dorf geht es hier entlang. Ja, ich komme ja schon. Hier entlang. Ich wollte doch nur was zeigen, Mensch. Dass hier immer auf uns aufgepasst wird. Dein Kommen wurde vorhergesagt. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Oh ja. Allmächtiger, wir haben mit dem Bau eines Tempels begonnen. Ist ja herzallerliebst. Gehe nun mit Hilfe der Klicktechnik zum Tempel oder doppelklicke auf den Tempel, um direkt dorthin zu reisen. So, weil wir faul sind, machen wir einen Doppelklick dahin. Und schwupp, sind wir auch schon da. Aha, ein Tempel. Hey, wir sind noch nicht fertig. Nun, wir könnten Ihnen bei der Fertigstellung helfen. Ja, wenn der Tempel fertig ist, wird er das Zentrum unserer Macht sein. Da bin ich mal gespannt. Doch zuerst solltest du lernen, wie man die Gegend erforscht. Bewege die Hand an den linken oder rechten Bildschirmrand, bis der Drehenpfeil erscheint. Halte die Maustaste gedrückt. Ziehst du nun mit der Hand einen Kreis, siehst du die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Ja, wie man sieht, ne? Du kannst dich in beide Richtungen drehen. Also wenn das mal kein Feature ist. Nicht nur in eine Richtung, in beide sogar. Das probieren wir mal. Du kannst dich auch mit Hilfe der Tastatur drehen. Ja, sehr gut. Lass mich doch mal machen. Ich weiß es doch. Sieh dich nun etwas um. Jo, habe ich vor. Wir gehen hier an den Rand. Da sehen wir schon, aha, das sieht hier anders aus bei der Hand. Da ist so ein bogener Pfeil. So, einmal rum. Und in die andere Richtung auch nochmal. Wunderhübsch. Gut. Lernen wir nun, wie man nach oben und unten schaut. Alles klar. Bewege die Hand an den oberen oder unteren Bildschirmrand. Nun erscheint der Heben-Senken-Pfeil. Halte die Maustaste gedrückt. Bewegst du jetzt die Hand, schaust du nach oben oder unten? Ja, auch das kann man erkennen. Ja. Du kannst auch mit Hilfe der Tastatur nach oben und unten schauen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Versuch es. Jo, mache ich. Wir gehen hier ganz nach oben. Na, zack. Also. Wahnsinn. Und ganz nach unten. Ja. Und ich will wieder zurück. Na, also. Du hast mich verstanden. War ja auch nicht so schwer jetzt. Aber egal. Ach, übrigens, die Zoom-Funktion ist himmlisch. Halte nun beide Maustasten gedrückt. Bewege die Maus zu dir, um den Zoom-Faktor zu verringern. Etwa so. Bewege die Maus von dir weg, um den Zoom-Faktor zu erhöhen. Wie du siehst, ist diese Funktion sehr nützlich. Du kannst auch mit Hilfe der Tastatur zoomen. Wow, Mensch. Versuche es selbst. Ich mache es sogar auf keine von den genannten Arten. Ich nehme einfach das Mausrad und zoome raus. Na also. Ja. Du hast es geschafft. Ich weiß. Vom ständigen Herumlaufen bekomme ich Kopfschmerzen. Wir sollten noch etwas üben. Du fliegst drücke doch nur. Drücke die F2-Taste, wenn du zum Spielplatz der Götter gehen willst. Nö, will ich nicht. Nun, da du weißt, wie man sich umsieht, könnten wir den Dorfbewohnern beim Bau des Tempels helfen. Das können wir machen. Ja, da, genau. Bringe zunächst Holz und Lebensmittel aus dem Lagerhaus zu den Arbeitern. Das können wir gerne machen. Bewege zunächst die Hand über das Holz oder die Lebensmittel. Etwa so. Klicke mit der Aktionstaste, um etwas aufzuheben. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto mehr nimmst du. Du kannst dich auch mit vollen Händen bewegen. Ja, ich will das selber machen, nicht hier die Demo angucken. Drücke erneut die Aktionstaste, um einen Gegenstand abzulegen. Ich meine, ist ja schön, wenn alles hilfreich erklärt wird und sowas. Aber wenn man es kennt, also na, wer das Spiel von damals noch kennt, weiß, man kann diesen ganzen Intro... Bereich hier nicht abbrechen. Also angeblich kann man das mit einem Patch, aber ich kann immer noch, also ich habe nicht herausgefunden, wie das am besten geht. Ich habe hier den letzten Patch meines Wissens drauf und naja. So, wir haben hier jetzt ganz viel Holz aufgesammelt aus unserem schönen Lagerhaus hier unten, ne? Und das schmeißen wir einfach mal hier zu dem anderen Haufen hin. Und jetzt haben wir hier ganz viel Holz und einen Holzbedarf von 0. Das war hier vorher ein bisschen mehr. Ich habe hier provisorisch einfach mal einen ganzen Haufen dahin geschmissen.
Wir können auch ein bisschen hier Lebensmittel holen. Einfach da die Hand dann drüber. Auch da drauf geklickt. Je länger man klickt, umso mehr nimmt man mit. Und auch das schmeißen wir dem hier hin. Vielleicht freuen sie sich ja. Ja, ich sehe schon, die Begeisterung hält sich in sehr festen Grenzen. Aber macht ja nichts. Der hat gesagt, wir sollen da Lebensmittel hinschmeißen. Dann machen wir das auch mal. Und man sieht hier, aha, die bauen. Aha, da ist die Spitze schon drauf. Und ich hoffe, dass, da baut sich das Gerüst langsam ab. Sind ja einigermaßen fix unterwegs für so ein großes Gebäude. Und dann haben wir hier unseren wunderschönen Tempel, der im Moment noch etwas klein und zusammengefaltet aussieht. Aber das macht nichts, das ändert sich noch. Je stärker wir werden, umso größer wird der werden. Na, ein kleines Stück noch, ihr habt es gleich geschafft. Jawohl. Ja? Wo seid ihr denn? Oh, freuen Sie sich. Episch! Ein schöner Tempel. Habt ihr gut gemacht. Ihr dürft hier bleiben. Liebes Volk. Endlich. Unser Tempel ist offenbar fertig. Das ist der Eingang. Klicke mit der Aktionstaste auf die Tür, um einzutreten. Ja, hier sehen wir die Tür, die nicht vorhanden ist. Es ist einfach nur ein Eingang, ein Loch in diesem Gebäude. Nein. Klicke auf die Tür. Ja, ich wollte auch noch was zeigen. So, reinklicken und da sind wir schon drinnen. Unglaublich. Das alles haben die Dorfbewohner gebaut. Ja, klar. Mit diesem Monument wollen sie dich ehren. Zu Recht. Und uns natürlich auch. Vergiss das nicht. Was für eine Handwerkskunst. Und was für ein Symbol des Bösen. Nein, das ist es nicht. Sieh her. Das hier scheint eine Landkarte zu sein. Wohin führen diese Türen? Durch die Türen gelangst du in verschiedene nützliche Räume. Na, dann wollen wir mal. Ja, wir können uns hier drinnen ein bisschen umsehen. Hier ist dieser wunderschöne Tempel, der sehr farbenfroh gestaltet ist. Sehr schön. Hier haben wir eine kleine Karte. Hier sehen wir unsere Insel. Hier ist unten, ne, da ist unser Tempel. Die Grafik sieht hier ein bisschen verschwommen aus, kann man so sagen. Um nicht zu sagen, irgendwie nicht schön. Aber egal. Das Spiel ist halt älter, da war das noch nicht so. Ist ja auch nur eine Übersicht. Und hier sehen wir schon, aha. Hier diese Linie da ist unser Umkreis, in dem wir wirken können, in dem wir Macht haben. Aber dazu erfahren wir später mehr. Erstmal gucken wir uns den Rest des Raumes an. Na, so. Hier ist so eine Übersicht. Lies die Schriftrolle sehr aufmerksam, Boss. Sie enthält wichtige Informationen über deine Gläubigen und deine Dörfer. Weil ich auch schon so viele Dörfer habe. Konkret, 1. So, Weltbevölkerung 59. Ja, hier stehen ganz viele Statistiken und sowas. Alles noch auf Null. Naja, wir sind ja noch ganz am Anfang. Erstmal müssen wir es ja kennenlernen hier. Wir gucken uns einfach mal um. Wir können hier überall in die Räume reingehen. In den Speicherraum zum Beispiel. Was man da wohl machen kann? In diesem Raum kannst du das Spiel laden und speichern. Ach, tatsächlich. Wir sollten das Spiel jetzt speichern, Boss. Klicke auf ein Bild, um es zu vergrößern. Nun erscheint ein gelber Pfeil, der auf den leeren Rahmen zeigt. Nachdem du einen Namen eingegeben hast, erscheint ein Bild deines Landes. Er hat Rahmen gesagt. Also, kleiner Scherz. So, hier können wir jetzt das Spiel speichern. Wie nennen wir das denn? Es ist der erste Spielstand, also nennen wir es der erste. So, wunderbar. Völlig pragmatisch gewählt. Willst du ein Spiel laden? Klicke auf den Pfeil unter dem gewünschten Bild, der nach außen zeigt. Ja. Mit einem Klick auf die rote Kreuzschaltfläche kannst du ein Spiel löschen. Das wollen wir doch gar nicht. Alles klar, haben wir das gemacht. Können wir hier auch wieder rausgehen. Gucken wir uns weiter um. Ist ja noch genug zu entdecken. Ja, der Anfang ist jetzt noch nicht ganz so spektakulär. Weil hier passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Ist ja erstmal alles zum Kennenlernen. Wenn das Spiel neu ist, wenn man es noch nicht kennt, dann ist das alles noch alles interessant. Und viel zu sehen, viel zu merken. Das ist die Bibliothek. Auf den Rollen sind viele hilfreiche Informationen niedergeschrieben. Wie man genau erkennen kann.
Ne, hier, deswegen sind die ganzen Schriftrollen auch leer, weil hier viele wichtige Informationen stehen. Aber das sind alles Sachen, die man im Spiel noch sammeln kann. Informationen, hier haben wir auch die ganzen Mitwirkenden. Wären da aufgelistet, wollen wir uns jetzt nicht ganz genau anschauen. Hier ist noch so ein bisschen, ja, kann man den Verlauf, alles was hier erlebt wurde, nochmal nachlesen. Wollen wir gerade nicht, weil so viel ist ja noch nicht passiert. Die paar Minuten können wir uns auch noch merken. So, ja, nachgelassen hat unser Kopf noch nicht. Hier ist noch ein Zukunftsraum. Ja, was da wohl drin ist? Vielleicht die Zukunft? Er sieht sehr astrologisch aus. Ja, ist ja schön. Und ein wirklich wichtiger Tipp. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Ja, schön, das hätte ich mir auch noch ausdenken können. Weiter kann man hier auch noch nichts machen, soweit ich weiß. Nö, also nichts irgendwie zum draufklicken, man kann sich ein bisschen umschauen. Oh, schöne Kronleuchter und wir können auch wieder rausgehen, natürlich. Ja, wir haben noch ein paar Räume. Die gucken wir uns auch noch eben schnell an, weil die sind auch schnell erledigt. Und dann gehen wir wieder nach draußen und gucken uns weiter in der Welt um, was da noch ist. Hier wäre der Ausgang. Und hier gibt es noch einen Spieloptionenraum. Ja, was ist da wohl? Optionen halt, ne? Hier ist noch ein Bestiarium. Hey, wieso ist die hier verschlossen? Keine Panik. Wenn die Zeit gekommen ist, kannst du auch diese Tür öffnen. Ja, das ist tatsächlich so, denn hier in diesem Spiel ist man nicht nur Gott, man kann sich auch ein kleines Haustier zulegen, was dann später immer größer wird. Und je nachdem, wie man spielt, ist man gut und böse und ja, alles sehr spannend. Herausforderungenraum haben wir auch noch. Der Raum der Herausforderung. Hier kannst du einen Blick auf alle angenommenen Herausforderungen werfen. Nach einem Klick auf das Bild einer Herausforderung erscheinen Informationen. Hast du eine Herausforderung noch nicht gemeistert? Klicke auf die Taste unter dem Bild, um einen Tipp zu erhalten. Alles klar, also es gibt hier nicht nur große Aufgaben, es gibt hier auch viele ganz kleine Aufgaben, die man noch so nebenher machen kann. Wir haben noch genau gar keine, wie man hier erkennen kann. Die Herausforderungen-Schriftrolle. Auf der Schriftrolle an der Wand sind alle angenommenen Herausforderungen aufgelistet. Was wahnsinnig viele sind. Ne, kann man hier sehen? Null. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Gehen wir halt wieder raus. Sonst ist hier drin auch nichts zu entdecken. Ja, aber es reicht doch erstmal. Ja, wunderbar. Gehen wir halt wieder raus. Zack. Na, Ausgang. Da. Schauen wir uns draußen weiter um. Oh, Tageslicht. Ja, wunderhübsch. Unser kleines Tempelchen. Mit so einem komischen Leuchteschein obendrauf. Und ein Dörfchen. Wir sollten das Dorf erforschen. Ich wüsste zu gern, was es mit den Schildern auf sich hat. Das können wir gleich herausfinden. Wir haben Wichtigeres zu tun. Suchen wir lieber die goldenen Geschichtsrollen. Wir brauchen sie, wenn wir in dieser Welt Erfolg haben wollen. Ja, ich weiß. Das ist eine goldene Geschichtsrolle. Stell ich da doch nicht vor. Genau, da ist er. Man sieht, es sieht aus wie eine Schriftrolle. Klicke mit der Aktionstaste auf die goldenen Rollen. Sie führen dich durch das Abenteuer. Aktiviere die Rolle oder forsche weiter. Es liegt an dir, Gebieter. Ich würde sagen, bevor wir hier weitergehen, gucken wir uns erstmal ein bisschen um, ne? Hier in der Gegend. Hier ist ein kleines, schönes Dörflein mit ganz vielen kleinen Schildern, die in der Gegend herumstehen. Und hier laufen ganz viele Leute rum. Und man kann richtig dicht ranzoomen, sich das alles anschauen. Hier ist zum Beispiel einer mit so einer, ne, mit hier so einem Gedöns. Hier ist ein kleines Schweinchen und natürlich auch das Schwein. Zack, können wir einfach mitnehmen. Und wir können uns auch wieder hinstellen. Zack. Und wenn wir Lust haben, können wir das Schwein, man möge es mir verzeihen, auch werfen. So, das arme Schwein. Huch. Das geht natürlich nicht nur mit dem Schwein, das geht auch mit den Mitbewohnern hier. Das geht mit allem, was man hier haben kann. Man kann zum Beispiel auch die Bäume hier, zack, ausreißen und wieder einpflanzen oder eben werfen, je nachdem, wie schwungvoll man die Maus dabei bewegt. Wir gucken uns einfach mal ein paar Schilderchen hier an. Da haben wir eins. Klicken wir mal drauf. Es gibt eine Möglichkeit, durch die Texte bestimmter Schilder zu blättern. Wunderbar. Halte die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus nach oben oder unten. Alles, was du auf den Schildern liest, wird in deine Bibliothek im Tempel aufgenommen. Alles klar, genau, hier können wir uns das anschauen. Da steht mit dem Mausrad, kannst du zoomen, halt das Mausrad gedrückt. Ja, da haben wir schon
selbst herausgefunden, dass man damit auch zoomen kann, wie ich das hier die ganze Zeit schon mache. Hier ist noch ein Fragezeichen und ein Schild. Wusstest du, mit der Leertaste kannst du die Kamera optimal ausrichten. Drücke sie erneut, um zum Tempel zurückzukehren. Wenn du die Leertaste noch einmal betätigst, kehrst du zum Ausgangspunkt zurück. Leertaste? Ja. Leertaste. Leertaste? Nochmal Leertaste. Wir bewegen uns ständig weiter. Naja, probieren wir vielleicht später nochmal aus, wenn wir weiter vom Tempel entfernt sind. Und noch ein Schild. Ja, ich weiß, ich erkunde mich hier erstmal ein bisschen. Also nicht ich erkunde mich. Das wäre etwas unangebracht. Ich erkunde die Landschaft. Wusstest du, Fischfarmen sind für Nahrungsmittelversorgung sehr wichtig. Die Fischer bringen die gefangenen Fische, den gefangenen Fisch in das Lagerhaus. Ne, hier haben wir zum Beispiel auch Fische. Kann man hier sehen. Das Lustige ist, man kann mit der Hand aufs Wasser tippen und dann flüchten die Fischschwärme hier. Und man kann den Fisch natürlich auch nehmen und den hier ins Lagerhaus tun. Zack. Wunderbar, ne? Finde ich schön. Kann man seinem Dorf hier ein bisschen helfen. Hier sieht man schon, hier wuseln ganz viele Leute rum. Hier auch kleinere Leute, die man gemeinhin auch als Kinder bezeichnet. Hier gibt es ganz viel zu entdecken, ganz viel zu machen. Denn immerhin sind wir ein Gott, wir müssen hier herrschen über unser Volk. Und auf welche Weise wir das tun, ob wir das gut oder böse tun, das hängt ganz von uns ab. Wir haben die Möglichkeit oder die Wahl. Wusstest du, wenn du einen Menschen... Was? Wenn du einen Menschen neben einem Arbeitsplatz absetzt, wird dieser zu einem Jünger und geht der gewünschten Arbeit nach, bis du ihn aufnimmst und ihn durch Schütteln der Hand von seinen Pflichten entbindest. Du kannst deinen Dörfern beliebig viele Jünger einsetzen. Jetzt mit dem Vorlesen ist noch ein bisschen blöd, weil die Schrift ein bisschen klein ist, aber egal. Genau, wir können hier zum Beispiel den nehmen, zack, und können dem sagen, dass er nichts machen soll. Wir können den nehmen, so, und können dem hier sagen, da sehen wir das an dem Symbol. Bekehrter Förster. Genau, der fällt jetzt Holz. Wenn er sich hier so einen gelben Schein hat, dann hat der eine Aufgabe von uns bekommen. Und der fällt jetzt einfach Holz. Wie man sieht, Baum fällt um, wunderbar. Haben wir doch gerne. Hier sind noch mehr Fragezeichen. Wusstest du, im Lagerhaus lagern die Menschen Holz und Nahrungsmittel. Du kannst das Lagerhaus persönlich auffüllen oder diese Aufgaben deinen Untertanen überlassen. An den Flaggen um das Lagerhaus erkennst du, was die Menschen brauchen. Je höher eine Flagge steht, desto größer ist der entsprechende Wunsch. Bewege die Hand über eine Flagge, um weitere Informationen über die Bedürfnisse deiner Gläubigen abzurufen. Hier sieht man das schon. Aha. Kinderwunsch besteht zu 64%. Wunderbar. Also nicht wunderbar. Kinder machen ist ja immer eine feine Angelegenheit. Verlangen nach Nahrung 16%, 15% nur. Wenn wir hier den Nahrung klauen, sieht man schon, der Wunsch steigt ganz gewaltig. Ne, die Fahne wird höher. Tun wir das da wieder rein. Zack, sinkt das wieder. Herzlichen Dank, liebes Schild. Sehr informativ. Und noch ein Schild. Wusstest du, halte die Aktionstaste gedrückt, wenn du eine größere Menge Nahrungsmittel oder Holz aufnehmen möchtest. Außerdem kannst du Bäume, Holz, Getreide oder Fische im Lagerhaus ablegen. Das haben wir schon gemacht, liebes Schild. Aber danke für die Info. Noch ein Schild. Ich weiß, ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Wir kommen noch dazu, hier die Schriftrolle anzumachen. Wir kommen noch dazu, den ganzen Rest der Karte hier zu entdecken. Aber erstmal erkläre ich oder zeige ich das Spiel hier ein bisschen, was man alles für Möglichkeiten hat. Wusstest du? Ja, wusste ich. Kinder bleiben in der Kinderkrippe, bis sie erwachsen sind. Gibt es in einem Dorf eine Krippe, vermehren sich die Bewohner schneller. Das hier ist die Krippe. Deswegen ist das Schild auch hier. Und hier sehen wir auch die ganzen Kinder, die hier durch die Gegend rennen. Als hätten sie ein unbeschwertes Leben. Aber das wissen wir noch schnell zu ändern. Ja, wenn wir unsere Herrschaft hier erstmal antreten. Das hier ist übrigens das Dorfzentrum. Wunderbar, ne? Kann man hier auch sehen. Aha, Restglaube. Es geht hier nämlich auch um Glauben. Immer wenn es um Götter geht und sowas und Religion, geht es um Glauben. Wusstest du, wenn aus dem Schornstein eines Hauses Rauch steigt, wie gerade nirgendwo zu sehen ist, ist es bewohnt. Tippe das Haus an, um die Bewohner zu vertreiben. Die gelben Symbole zeigen dir an, wie viele Menschen in einem Haus leben. An den grünen Symbolen erkennst du, wie viel Platz in einem Haus ist. Ne, man kann hier einmal klopfen. Pam. Und wir sehen, hier wohnen zwei Leute drin. Hier hinten ist ein Haus. Da ist ein grünes Symbol zu sehen. Da kann man sehen, da kann noch einer drin wohnen. Hier sieht man den Rauch aussteigen. Hat sich jemand ein Feuerchen angezündet. Noch ein Fragezeichen.
Wusstest du, wenn du folgende Taste drückst, N, werden die Namen deiner Untertanen eingeblendet. Auf diese Weise kannst du ihre Bewegungen besser verfolgen. Machen wir das mal. Zack. Aha. Adam Parelli und Steve Laurie und Jörg Langer ist auch dabei. Claire Hadley, auch wunderbar. Ich kenne davon keinen persönlich. Aber wir haben noch ein Fragezeichen. Wusstest du, setzt du einen Mann neben eine Frau oder eine Frau neben einen Mann ab, wird dieser zu einem sogenannten Zuchtjünger, dessen einzige Aufgabe es ist, für Nachwuchs zu sorgen. Also, ja. Ich sag da mal nichts zu. Ist ja auch eine wichtige Aufgabe, aber kann doch eigentlich jeder machen. Ich meine, hat da auch jeder dann mehr von. So. Wusstest du, nimm einen Baum und stecke ihn senkrecht in den Boden, um einen Wald anzulegen. Pflanze in einem Dorf einen Baum, um das Dorfbild zu verschönern und die Dorfbewohner zu erfreuen. Diese Bäume werden von Förstern nicht gefällt. So, ich weiß. Schnappen wir uns einen Baum. Pflanzen den mal an den sinnvollsten Ort. Zack, einfach in die Mitte. Na, sieht doof aus. Pflanzen wir den mal hier hin. So, wunderhübsch. Geht, ne? Wissen wir. Noch irgendwelche Fragezeichen? Da ist noch eins. Oh, es sieht sehr friedhöfig aus. Wusstest du, wenn du einen Friedhof hast, trauern die Dorfbewohner nicht um die Verstorbenen, sondern gehen sofort ihrer Arbeit nach. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Aber hier geht das. Ist halt ein Spiel, ne? Und hier sind nicht nur Menschen, hier sind auch Schweine, haben wir eben schon gesehen. Und hier sind auch Schafe und die mähen. Ja, die mähen hier schon ordentlich den Rasen voll, wie man hört. Hier ist noch ein Fragezeichen. Wusstest du, die Menschen bestellen die Felder mit Getreide, das anschließend geerntet und in das Lagerhaus transportiert wird. Du kannst die Felder, wie deine Kreatur, die wir noch nicht haben, was hier nicht steht, selbst abernten. Wenn du einen Dorfbewohner neben einem Feld absetzt, arbeitet dieser zukünftig als Bauer. Wunderbar. Ich würde sagen, damit reicht es hier erstmal mit Fragezeichen. Sind, glaube ich, auch keine mehr da. Dann haben wir alle abgegrast hier. Ne, da ist noch eins. Na komm, das nehmen wir auch noch mit. Wenn wir schon dabei sind. Wusstest du, Schilder geben dir Informationen? Nein, tatsächlich, über die Welt. Hast du ein Schild gelesen, stehen die Informationen in deiner Bibliothek zur Verfügung. Bei langen Texten kannst du nach unten oder oben blättern. Halte dazu die Direktionstaste gedrückt und bewege die Maus. Versuche es, habe ich gemacht. Ach, und hier unten steht sehr gut. Herzlichen Dank.